Zeiten lasst du jedenfalls ganz dicht an. Hast 5 zu 3 sogar geführt. Warum ist da in den entscheidenden Phasen ist da dann leider doch nicht so von der Hand gegangen? Ja, ich hätte mir bei 5-4 auch gewünscht, dass ich mehr freie Punkte mit meinem Serve bekomme, und habe ich aber leider nicht. Habe mir dann einmal fast selber am Schuh gespielt, also hat jetzt auch nicht unbedingt geholfen. Und ja, vielleicht war ich nicht locker genug, er hat mir jeden Return gegeben, ich habe spielen müssen und habe halt einfach zu viele unnötige Fehler gemacht. Es war natürlich ein großes Thema im Vorfeld, und die Weltcup-Diskussionen, warum du die Weltcup erhalten hast, nicht Andreas Heidemauer, inwieweit kann so etwas überhaupt spurlos an einem vorübergehen? Ja, man bekommt es mit, also wenn man halt dann wirklich über Facebook ständig Beschimpfungen bekommt und ja, also es geht an einem nicht spurlos vorüber, und ja, so ist das halt mal. Hast du das Gefühl, dass du mit deiner Leistung die Wildcard gerechtfertigt hast heute? Das ist eine schwierige Frage. Ich habe verloren, ich habe meine Chancen gehabt, dass ich das Match gewonnen hätte, und das jetzt zu beurteilen ist jetzt schwer, aber vielleicht auch nicht. Wie geht es für dich jetzt noch weiter in den nächsten Wochen? Ich werde versuchen, Quali zu spielen beim ATP 500, entweder in Basel oder in Valencia, wo ich hoffe, dass ich noch reinkomme. Dann noch ein Challenger in Genf und in Bratislava, und dann ist für mich das Jahr vorbei. Alles klar, wir wünschen natürlich dafür noch